Ich habe hier sieben Funktionsgleichungen und ich soll die Nullstellen bestimmen. Drück auf Pause, versuch mal selber zu rechnen. Wenn du nicht weiterkommst, schau dir ein Stückchen von meiner Rechnung an. So, jetzt geht's los. Ich habe rechts oben die PQ-Formel aufgeschrieben, die werden wir brauchen. Wir nehmen uns mal die erste Gleichung, x hoch 4 plus 2x hoch 3 minus 15x hoch 2. Wir können ausklammern, und zwar immer x in der kleinsten Potenz. In diesem Fall wäre das x hoch 2. Also bekommen wir x hoch 2, Klammer auf. X hoch 4 durch x hoch 2 ist x hoch 2. Plus 2x hoch 3 durch x hoch 2 ist 2x. Minus 15. Natürlich ist gleich 0. Wir wissen, ein Produkt ist immer dann 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 ist. Wir haben zwei Faktoren, einmal x² und einmal diese Klammer. Dann ist entweder x² gleich 0 oder die Klammer gleich 0. Also haben wir schon mal x² gleich 0. Das ergibt eine doppelte Nullstelle. Wir können also schon mal schreiben, x1, 2 ist gleich 0. Damit haben wir schon zwei Nullstellen raus. Jetzt die Klammer gleich 0. Also x² plus 2x minus 15 gleich 0. Jetzt können wir die PQ-Formel anwenden. Also in der Gleichung wäre die 2 das p und die minus 15 wäre das q. Dann würde die Gleichung lauten, minus 2 halbe wäre minus 1 plus minus Wurzel aus. 2 zum Quadrat, 2 zum Quadrat Viertel ist 1 minus minus 15 ist plus 15. Also das wären dann die Nullstellen 3 und 4, ist gleich minus 1 plus minus Wurzel aus 16. Wurzel aus 16 ist 4, minus 1 plus 4 wäre also Nullstelle 3 wäre, minus 1 plus 4 ist 3 und die andere Nullstelle x4 ist gleich minus 1 minus 4 ist minus 5. Damit haben wir alle Nullstellen herausgefunden. So, auch bei der nächsten Aufgabe kann man einmal x ausklammern. Dann hätten wir x mal minus 5x hoch 2 plus 4x plus 1 ist gleich 0. Dann wäre eine Nullstelle x gleich 0 und dann haben wir noch die Klammer. Minus 5x² plus 4x plus 1 gleich 0. Bevor wir die PQ-Formel anwenden können, müssen wir diese störende minus 5 wegbekommen. Deshalb teilen wir die gesamte Gleichung durch minus 5. Dann haben wir x² minus 4 Fünftel x minus 1 Fünftel. Jetzt können wir die PQ-Formel anwenden. Dann hätten wir x 2 und 3 ist gleich 2 Fünftel. Ja, minus minus ergibt plus. Die Hälfte von 4 ist 2. 2 Fünftel plus minus Wurzel aus p zum Quadrat ist 16 25stel durch 4 ist 4 25stel. Minus q wäre plus 1 Fünftel. Damit haben wir x 2, 3 ist gleich 2 Fünftel plus minus. Unter der Wurzel steht 4 25stel plus erweitert 5 25stel macht 9 25stel. Die Wurzel daraus ist 3 Fünftel, also plus minus 3 Fünftel. Somit ist unser x2 gleich 2 plus 3 sind 5 Fünftel, ist gleich 1. Und x3 ist gleich minus 1 Fünftel. Und wir haben alle Nullstellen gefunden. Nächste Aufgabe, x hoch 6 plus 2x hoch 5 minus 15x hoch 4. Auch hier können wir ausklammern. Die niedrigste Potenz ist x hoch 4, Klammer auf, x hoch 2 plus 2x. Minus 15. Also x hoch 4 mal die Klammer gleich 0. Entweder wird der erste Faktor oder der zweite Faktor 0. Das heißt, entweder ist x gleich 0. Das ist eine vierfache Nullstelle. 1, 2, 3, 4 gleich 0. Und dann kann natürlich die Klammer 0 werden. X² plus 2x minus 15. PQ-Formel. Minus 1 plus minus Wurzel aus. 2 zum Quadrat durch 4 ist 1, minus minus 15 ist plus 15. Das wären dann x, 5 und 6.
Die Wurzel aus 1 plus 15 ist 4. Und dann haben wir x 5 gleich 3 und minus 5. So, x hoch 3 minus 2x hoch 2 plus x. Wir klammern einmal x aus, dann steht da x mal x Quadrat minus 2x plus 1. Dann ist einmal x gleich 0, also x gleich 0, das ist unsere erste Nullstelle. Und dann haben wir diese Klammer, die ergibt eine perfekte binomische Formel. Die kann man faktorisieren als binomische Formel. Wir brauchen gar nicht die PQ-Formel anwenden. Das könnte man umschreiben als x minus 1 in Klammern zum Quadrat gleich 0. Und dann sieht man schon direkt, man hat eine doppelte Nullstelle, x2, 3, doppelte Nullstelle bei 1. Du kannst es natürlich auch mit der PQ-Formel rechnen und schauen, ob du aufs gleiche Ergebnis kommst. X hoch 4 minus 3x². Wir klammern x² aus, dann hätten wir x² mal x² minus 3 ist gleich 0. Man sieht sofort eine doppelte Nullstelle, x1, 2 gleich 0. Dann haben wir noch x² minus 3 gleich 0, also x² minus 3 gleich 0. Wir sagen auf beiden Seiten plus 3, dann steht da x² gleich 3. Wir ziehen die Wurzel und wir bekommen zwei weitere Nullstellen, nämlich x3 gleich Wurzel 3. Und x4 gleich minus Wurzel 3. Für die nächste Aufgabe habe ich das schon mal vorgeschrieben, weil das sonst zu lange dauert, das alles aufzuschreiben. Also zunächst mal habe ich ausgeklammert. Denn die höchste Potenz ist x hoch 3. Die habe ich ausgeklammert. Dann steht in der Klammer noch 2x hoch 4 minus 7x hoch 2 plus 20. Damit haben wir schon mal eine dreifache Nullstelle. Das ist diese hier, nämlich an der Stelle 0. Es bleibt noch der Teil in der Klammer. Zunächst mal muss diese 2 hier weg. Also teile ich alles durch 2. Dann steht noch x hoch 4 minus 7x hoch 2 plus 10 gleich 0. Jetzt kommt die Substitution. Wenn wir eine Gleichung haben der Form x hoch 4 und irgendwas x hoch 2, dann können wir substituieren und dann wieder die PQ-Formel anwenden. Also wir substituieren für x² gleich z und dementsprechend x hoch 4 gleich z². Dann haben wir also, statt x hoch 4 steht z², statt x² steht z und damit haben wir eine quadratische Gleichung, auf die wir die PQ-Formel anwenden können. Sieht folgendermaßen aus. Minus p halbe, also 3,5 plus minus Wurzel aus 7 zum Quadrat ist 49 durch 4 minus q minus 10. Unter der Wurzel steht dann 2,25. Die Wurzel ist dann 1,5. 3,5 plus 1,5 ist 5. Und 3,5 minus 1,5 ist 2. Das sind die zwei Stellen z. Die müssen wir jetzt rücksubstituieren. Wir ziehen die Wurzel und dann bekommen wir weitere Nullstellen, nämlich Wurzel 5 und minus Wurzel 5 und Wurzel 2 und minus Wurzel 2. Das heißt, wir haben insgesamt 7 Nullstellen. Einmal die dreifache an der Stelle 0 und 4 weitere. Das gleiche können wir nochmal mit der letzten Aufgabe machen. Wir substituieren für x² gleich z und für x hoch 4 gleich z². Dann steht da z² minus 3z minus 4. PQ-Formel 1,5 plus minus Wurzel aus 9 Viertel minus minus 4, also plus 4. Also das ist z1, 2 gleich. Die Wurzel aus 9 Viertel plus 4 ist 2,5. 1,5 plus 2,5 ist 4. Also z1 ist gleich 4 und z2 ist gleich 1,5 minus 2,5 ist minus 1. Z1 ist gleich 4, also ist x1 gleich 2
Wir ziehen die Wurzel und x2 ist gleich minus 2. Dann haben wir noch die Stelle z2 gleich minus 1. Wir können keine Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen, deshalb sind das unsere beiden Nullstellen. Mehr haben wir nicht.